sagt man so schön. Ein Mann Familie, immer Familie. Ja, der klingt, als wäre er so nah. Unser Helfer. Es gibt keinen klassischen Helfer, sondern nur diese roten Kleckse. Oh, er steht direkt hier vorne. Das macht echt Spaß! Scheiße. Fuck, fuck, er kommt hier rein. Wow. Kein Weg hier raus, weißt du? Vielleicht nicht gerade nur, dass der mal da vorbeilatscht. Stimmt, das Pulsmeter hier ist unser Helfbar. Näher als du glaubst, Kumpel, aber... Der spawncampt mich halt übelst. Spawncampt vor allem. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Kann auch nicht verwendet werden. Okay, dann muss es ja die Tür da hinten sein. Schlüssel für die Klappe zum Kriegsein in der Speisekammer. Ich bin auch ein Held, ne? Das hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen. Oh, die war da. Wo der gerade die ganze Zeit rumrennt. Ich muss da in den Raum rein, wo er gerade drin ist. Und dann die Bodenklappe aufmachen. Ich dachte, die wäre mit Draht versehen. Mäuschen, piep einmal. Piep! Jetzt spielen! Genau da will ich hin, Mann. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Türen eigentlich wieder schließen, das ist eine gute Frage. Soll ich richtig dreist sein einfach? Wo war jetzt diese blöde Tür? Komm raus, wo auch immer du bist! Hier war das. Oh, er kommt, geh doch! Schneller! Junge! Alter! Weißt du, hinter dir ist so ein Typ, der dir einfach richtig die Kehle aufschlitzen würde und die Tür erstmal so. Dankeschön! Alter! Monka S ist richtig Monka S gewesen! Moment. Ich muss. Mir Wasser einschenken. Freundlich sieht nur die Tür und lässt ihn grüßen. Man kann Türen bitte wieder schließen. Da dachte ich mir schon fast, ich muss nur mal rausfinden, wie genau das geht. So, wir können lesen. Finally. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Tolle 41 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Jarvis. Die drei produzierten Videos für das Internet und waren nach... Sag doch YouTube! War nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern.
Also war Ghostface das gar nicht mal so falsch, was ihr schon meintet vorhin, ne? Habe ich Milfhilfe gesagt? Freudscher Versprecher. Mithilfe meine ich natürlich. Okay. Boah. Ich merke gerade, wie angespannt ich hier sitze die ganze Zeit. Dicke Münze. Alles klar. Eine alte Geldmünze. Also von dem, was ich gehört habe, das Spiel ist so ein bisschen wieder, also, was heißt wieder? Das Spiel ist so ein bisschen mit, ja, dass man halt generell meist einen Verfolger hat. Was ich schon mal sehr cool finde. Weil für sowas bin ich extrem anfällig. Okay. Oh. Speichern kann. Die miefen furchtbar. Eine Information, die wir brauchen. Verstauen. Was ist da drin? Da ist die E-Mail von mir drin. Gut, die kann ich ja drin lassen. Ich denke nicht, dass ich die brauchen werde. Sagt er jetzt. Karte des Haupthauses. Aha. Das ist die Eingangshalle, die ja so schön verschnörkelt, versperrt war. Also, da geht eine Treppe hoch. Waschraum, Garage. Ach, wir werden ihn gleich von der anderen Seite auf ausschließen. Den Waschraum, nehme ich mal an. Flüssige Chemikalie. Und erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss, um nutzbar zu werden. Okay. Drück mal die falsche Taste. Also Kraut und flüssige Chemikalie macht mir so ein Heilgesöff. Schließt Wunden und fordert Zellgeneration. Stellt Gesundheit teilweise wieder her. Die sind medizinisch gesehen ein bisschen weiter als wir, ne? Scheint mir. Aber ich nehme an, das wird auch noch erklärt werden, warum der jetzt einfach meine Hand wieder dran tackern konnte. Komm, hier muss nur irgendwas sein, oder nicht? Irgendwas, was mir hilft... Irgendwas mir hilft, das Klebeband oder so abzumachen. Ein Dietrich. Das geht natürlich auch. Erstmal wieder heftig telefonieren. Sie hatten einen Tacker. Stimmt, den haben wir theoretisch auch. Wenn das mal alles so einfach wäre. Also wie gesagt, ich nehme an, das wird alles noch erklärt werden, warum unsere Hand wieder funktioniert und so. Und 18 Minuten, 49 Minuten, 1 Stunde 22. Speicher. Man kommt nicht so oft die Chance zu speichern, wie mir scheint. Michael, du wurdest überhaupt nicht gebannt, du wurdest nur getimeoutet, weil du scheinbar einen Spoiler geschrieben hast. Ich habe selber nicht gesehen, aber dafür sind ja die Mods da. Kein Grund, einen Aufriss zu machen. Ist nur, dass die eine Nachricht gelöscht wird, mehr nicht. Alles cool. Soll ich da ran?
Sorry, kenne ich mit Twitch gar nicht aus. Wie gesagt, alles cool, alles cool. Mach dir keine Sorgen. Keiner hat was gegen dich oder so. Es war nur scheinbar eine Nachricht, die ich nicht lesen sollte. Besser. Deswegen erkläre ich es dir ja. Alles cool. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimm's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Sag nochmal speichern. zur Eingangshalle kommen. Ob ich die mit dem Dietrich öffnen kann? Ich weiß halt nicht, ob der Typ jetzt wieder da ist, aber ich renn einfach mal dahin. Scheint ja gerade nicht da zu sein. Ach, der Dietrich ist nach einmal Nutzen weg. Ja, never mind. Münze? Aber gut, ich glaube, ich kann mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe hier umgucken. Also jedenfalls hoffe ich, dass ich das jetzt mal... Ich nehme das jetzt jedenfalls mal einfach so auf. Ich bin die ganze Zeit verletzt, aber... Ich will das jetzt noch nicht verwenden. Wo ist Daddy hingegangen? I got it. From my Daddy. Da hinten leuchtet was. Was zum Teufel ist das? Hey, Sie! Hey, hier drüben! Moin. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das... Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie... daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Man kann es ja mal probieren. Was soll ich mit einem Messer? Naja. Besser als nichts, wa? Und mit dem Messer können wir das komische Band... Und Kisten zerstören, ja, siehst du mal. Direkt zwei Vorteile. Sehr schön. So. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich... Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Was ist das für eine Schaufel? Ah!
Scheiße. Ich werde jeden einzelnen von euch um. Oh Mann, ey. Das Auto. Die Gabe durchdringt mich, ja. Sie durchdringt mich. Ich steig wieder aus. Alles cool, Mann. Die Gabe durchdringt mich, sagt er. Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Stimmt, ich habe ja einen Shortcut dafür. Oh Gott, Alter. Das musst du schon besser machen, Junge. Da lag eine Knarre. Da liegt so viel Zeug. Oh Mann, da, das Auto. Okay, immerhin schon mal. So, ich will erstmal. Oh, shit, Mann! Alter, bist du schnell! Du bringst mich um und ich komm sofort zurück! Oh Gott! Ah, shit, Mann! Okay, weißt du was? Nur eine Art, wie das hier ausgeht. Oh, der ist direkt hinter mir, oder? Ja, ist er. Nette Karre. Hey, da sind die Schlüssel. Nein. Nein, der hat's getan. Ah! Oh, shit, Mann. Ach ja. So, ich kann es euch jetzt übrigens sagen. Die Garage hier ist die letzte Stelle, die ich kenne. Also ja, das ist die letzte Stelle, die ich kenne tatsächlich. Wenn, sobald wir das geschafft haben, weiß ich nichts mehr quasi. So. Ah. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen... Hey, nochmal, weil es so schön war. Ich. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Na! Na! Ich hab keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, wenn ich jetzt da einsteige. Ich mach's einfach mal. Oh shit, ich hab ihn nur dazu gebracht, jetzt zu fahren. Nein! Fang besser an zu laufen, Junge! Alter, ich weiß nicht mal, ob ich dem Angriff überhaupt ausweichen kann, ehrlich gesagt. Oh Mann. Ich will die Knarre haben, aber er lässt mich nicht ran. Ah! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Oh Mann, Alter.
Bringt was auf die Reifen zu schießen oder so? Eieiei. Und tot. Okay, die Schlüssel werde ich nicht mehr nehmen. Denn das wird, bringt mich nur um, wie man sieht. Don't be crazy and drive. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Na! So, Kollege. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Oh Gott. So schwer für mich, den Kopf zu treffen. Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. So, hier gibt es doch bestimmt noch mehr in dem Raum, was mir irgendwie hilft. Wow, er ist schnell. Komm schon, komm schon. Oh, er hat mich gleich. Laufe ich mir jetzt in die Arme, weil er mich baitet. Ah, ja, tue ich. Habe ich mich gerade quasi super schnell geheilt? Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Junge, dein Gesicht sieht nicht mehr so gut aus, Alter. Du und deine Scheißkarre können mich mal. Lass mein Auto in Ruhe, Mann. Oh well, Gott, ich hab keine Ahnung, ob das was bringt, was ich hier tue. Aua. Das wird dir nicht nützen, Junge. Mir doch egal. Oh nö, komm schon nicht wieder. Fang mir's an zu laufen, Junge. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich den umbringen kann. Oh Gott. Ich soll mal durchs Garagentor fahren. Geil, lässt sich der aber auch da drin sitzt, ne? Oh. Alter, hat einfach mal mein Auto geknackt. Oh, oh shit! Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Das ist nicht vorbei, weißt du?